Hallo, ich bin's, der Emil. Ich melde mich diese Woche auch zum Thema Unisex-Toiletten. Und dann gehen wir einfach ein bisschen drauf ein, ob wir sowas überhaupt benötigen oder ob es eine bessere Alternative gibt. Hi, ich bin's, der Emil. Unisex-Toiletten, wozu werden die eigentlich gebraucht? Also, ich denke, an erster Stelle sind sie für Leute, die sich halt nicht ein Geschlecht zuordnen, gedacht. Denn es gibt in Deutschland meines Wissens nach kein Gesetz, was einen vorschreibt, welche Toilette man zu benutzen hat. Das heißt, dass wenn man jetzt ein Transmann ist, so wie ich oder so, dass es kein Problem ist, einfach auch pretty und schon auf die Männertoilette zu gehen. Deswegen denke ich, ist das eigentlich in erster Linie für Leute gedacht, die sich weder männlich noch weiblich identifizieren, halt, weil wenn sie dann auf Klo gehen müssen, müssen sie sich entscheiden. Ich selber würde nie eine Unisex-Toilette benutzen. Also habe auch jetzt so meinen Lauf oder meines Lebens nie gedacht, so, warum gibt es denn jetzt keine Unisex-Toilette? Ich musste mich nie entscheiden, auf welche Toilette ich Alternativen. Habe ich ja vorhin gesagt. Also ich bin der Meinung, Unisex-Toiletten, okay, wenn es gibt, ist okay. Aber was ich viel besser fände, wenn es einmal eine Toilette für Kinder gibt oder ja, eine Toilette für Kinder und eine Toilette für Erwachsene. Und zwar bis zum gewissen Alter gehen die Kinder ja eh bei den Eltern, mit den Eltern noch aufs Klo. Und dann ist ja so eine normale Kabine eigentlich immer recht eng. Also gibt es eine normale Kabine. Aber doch, die meisten Kabinen sind, glaube ich, recht eng, wenn man mit Kind und als Erwachsener dann da reingeht, damit das Kind aufs Klo geht, ist dann recht eng irgendwie. Und ich finde, man sollte eigentlich halt eine Erwachsenentoilette, das müsste nicht mal nach Geschlechtern getrennt sein. Dann gäbe es nämlich dieses Problem mit Unisex-Toilette auch nicht. Sondern halt eine Erwachsene und eine für Familien, also Kinder mit Eltern. Halt also für kleinere Kinder. Ich weiß nicht, in welchem Alter ich alleine auf Klo gegangen bin. Keine Ahnung, aber so. Also ich denke, das ist eher das Problem, was mir auch auffällt, dass manchmal zum Beispiel so Wickeltische, dass sie gar nicht in der Herrentoilette zu finden sind. Also denke ich mir auch nur, ja, was ist, wenn der Vater mit seinem Kind auf Klo geht oder so, dann müsste er ja auf Frauenklo gehen oder wie oder was. Das finde ich eher unverschämt. Also finde man sollte das darin halt ändern. Also man sollte nicht noch eine Toilette dazu hin machen, sondern das System einfach umändern. Also halt eine Erwachsenenklo. Es gibt ja sowieso immer zwei Toiletten, einmal für Männer und Weiblein, und dass man das halt einfach umändert in eine Erwachsenenklo und einmal ein für Kinder. Und dass man dann zum Beispiel bei einem Männerklo, dass man da einfach die Originale wegmacht und dann da zum Beispiel dann stattdessen größere Kabinen macht, um daraus halt ein Kinderklo zu machen. So, das wären meine Ideen. So, das war's von mir eigentlich zum Video. Also, Unisex-Toiletten brauche ich nicht. Also so wie das aktuelle System ist, verstehe ich durchaus, wenn man welche haben möchte, weil das halt halt blöd ist, wenn man halt non-binary ist, also wenn man sich nicht ein Geschlecht zugehörig fühlt. Aber ich finde, da finde ich eher die Idee, das grundsätzlich irgendwie umzuändern, als da jetzt mir noch ein drittes Klo hinzuschaffen, wie auch immer das funktionieren soll. Weil da müsste man ja bei den meisten Gebäuden noch eine Toilette hinzubauen. Es gibt ja meistens Männlein, Weiblein und dann noch ein extra Behindertenklo. Und jetzt irgendwie das Behindertenklo für Non-Binary-Leute also mitzunutzen, fände ich auch nicht nett, weil das ist extra eine Toilette für Leute mit Handicap gibt, halt, die wahrscheinlich dann barrierefrei ist und noch andere Hilfsmittel hat, dass sie, also hier ist ja zu Recht da extra gebaut worden, finde ich. Finde ich nicht gut, wenn dann noch andere Leute die mitbenutzen würden. Ja, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.